Okay. Da explodiert gerade schon wieder alles. Easy. Jetzt geht's wieder ab. Ach du Scheiße. What the fuck? Wir machen gar nichts. Oh. Ich bin schon weggerannt. Du, wie weit weg seid ihr? Ich weiß nicht mal, wo die sind. Ich bin da oben bei den Blauen. Dort. Na? Ich sehe die nicht, Alter, ich bin zu weit vom Fernseher entfernt. Boah, Glück gehabt. Der ist ein bisschen bedrohlich, na, weit weggegangen. Ah, okay. Okay, hier runter also. Was war das denn? Juhu! Aber den Stürzen verlierst du teilweise echt dein ganzes Leben. Deine Panzerung, meine ich. Oh, ich komme. Scheinreich. Nein! Oh, tschüss. Oh, Gott sei Dank. Oh nein, das ist... Glück gehabt! Nein! Und dann spring ich runter! Wo springst denn du hin? Alter Kev! Springt ja mal selber runter! Ja, mein Charakter meinte lieber, ich spring dann jetzt mal. Ah, ich hab noch nicht mal was gemacht, ey. Ich hab nicht mal einen Schuss gelandet. Das ist normal bei dir. Weil, ach Mann, warum springt mein Charakter da runter? Ey, dein Lama schreit schon wieder. Achso, nee, das war ein Schaf. Lama, what the fuck? Lama. Klama mit dem Lama. Es geht voll ab. Also diese Rennmaps sind eigentlich voll beschissen. What the? Alter. Ekel. Ich frage mich nur gerade, wo ihr seid. Ja, ganz ja, oben. Problem, da. Ich sehe euch. Wo sind die denn? Ich sehe sie nämlich nicht. Na, ganz links, jetzt kommen die unten aus der Wand, aus Holzern unten jetzt raus. Da, wo wir runtergesprungen sind, da. Ah, da. Hey. Ja. Wie sie da runterblumsen. Au. Das sieht aus. Das ist schon geil gemacht, aber es ist auch so dämlich. Ey, aber das ist jetzt dumm. Ich stehe hier in... Oh. Alter. Und... Alter, wenn die da runterspringen, wie das aussieht. Ja, jawohl. Anhört, ich höre mich an, gleich die Bote. Oh, bei mir ist er... Jetzt! Ja!
Das war der Sven. Das ist wirklich eine Scheiß-Map. Ja. Ey, ohne Scheiß. Die ist, das ist blöd, echt, wenn du da runterfällst und verlierst man deine ganze Panzerung. Ja, nee, bei uns stand ein Auto im Weg. Das steht bei uns auch. Das sind diese Flughafenfahrzeuge, ja, die stehen bei uns auch im Weg. Aber Markus hat erstmal das gleiche Problem wie wir. Wo sind die eigentlich? Der Kev trifft mit dem Scharfschützen, wie war es doch so? Okay, mal zählen, jetzt tritt uns keinen aus. Und zwar genau den richtigen. Oh! Alter, wie viel Hals explodiert! So, lieber Charakter, jetzt darfst du auch mal. Aua! Hier liegt doch schwer. Zurück. Ich hab grad so einen Einschlag in den Weg aus. Zack, da schon wieder. Alter, lauf doch mal da hoch. In den Stein. Ja, du fällst unterwegs Panzerung auf und der trotzdem, wenn du da runterfällst, bist du wieder los, weißt du? Alter! Wie das aussieht, immer wenn die da runterplumpsen. Oh, Alter, fast daneben. Da hinten fällt einfach ein Auto runter, auch nicht schlecht. Ey, diese scheiß Röhre, die da liegt, da stolpert mein Charakter erstmal über die Röhre. Wie lange machen wir das? So lange, bis die Playlist durch ist, würde ich sagen. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt zwei, kurz nach zwei. Ich denke mal spätestens bis vier. Nee, welches Spiel haben wir kurz nach zwei? Elf. Ich habe verstanden, wie viel Uhr haben wir. Wir haben jetzt, glaube ich, 11 oder 12. Die 16 Spiele haben wir, gell? Also ja, Spiele wie immer. Okay. Eine gute Stunde. Kommt doch, was doch kommt. Scheiße, ich bin raus. So, und wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt noch ein Panzer über uns angerollt. Nee, kann er nicht. Kommt er ja nicht drüber. Entweder hat er jetzt auch Waffen. Oder? Hey, da hat ein Panzer. Und tschüss. Hui! Ah! Tschüss. Hallo, hat sich ich bin der Panzer. Na dann. Wenn ein Panzer kommt, bin ich weg. Den Kill gönn ich Morgoth überhaupt nicht. Sorry, Morgoth. Das ist jetzt wieder eine Bombenstimmung, ja, hä? Wahrscheinlich. Was geht denn da gerade ab? What the fuck? Wie nochmal? Ach so. Junge, hier explodiert einfach alles. Ja, bis auf der explodiert nochmal was. Ja. Nee, hä? Alter. Tschüssi. So geil, oder? Da können wir nicht durchlaufen. Nee.
Bitte haben Sie Geduld. Es geht gleich weiter. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Und schon schießen die, ne? Wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich dann tot? Weil da unten ist in der Regel eine Plattform. Ja, wenn du daneben landest. Der Sprung des Jahrhunderts. Also in Rigo runterspringen kannst du nie. Diese Beete auf einen schießen, ihr seid so Feiglinge, ey. Warum in Rico, der weiß gar nicht, was er machen soll. Springen und rennen. Mehr kann ich ja nicht tun. Oh. Nein! Knapp. Sagen, wie schnell die Weste weg ist, ne? Ja. So, jetzt haben sie dich. Ja, aber das nein! Ist doch, das ist so nervig, das Ding. Du legst deinen Controller nur 2 Zentimeter, nicht mal Millimeter. Tot. Tot. Arschlecken, Alter, Drecksscheiße, geht mir voll auf die Eier. Sackhaare. Was ist Sackhaare? Was war das denn? Sackhaare. Genau. Schade, ich hab keine Zwiebeln. Was? Sag mal, mein erster Gedanke, wenn ich vom Berg falle. Oh, ich hab keine Zwiebeln. Ich hab keine Plattform unter mir. Mach du eine Straße, Johnny. Auf dem Weg nach unten machen wir I believe I can fly. Ja. Wow. Hä? Enrico ist schon mal weg. Ich bin daneben gespawnt. Das ist doof, definitiv. Toll, Alter. Ich hatte das Spiel. Na, jetzt wird das eh nicht mehr. Ja, abwarten. Spätestens bei dem nächsten Ballonsack bin ich weg. Nee, ich treffe doch nicht heute. Nicht nur heute. Was? Hui! Das war zu weit vorne. Das Ding schnell. Easy win. Kev immer so ausfallen werden muss damit. Immer diese beleidigenden Handzeichen. Ich zeig dir nur, Sven, ich zeig dir nur den Finger, der dann irgendwann bei dir irgendwo landet. Oh, Alter. Danke alle Zuschauer, ich bin nicht auf Kevs Seite. Übrigens. Er steht natürlich auf andere Ufer. Er steht in seinem Männerhintern, meinst du, Kev? Nein, ich meine immer seinen Charakter. Die Anzeige läuft schon wegen Fischer. Das behauptet er immer. Es ist immer nur der
Ist das selber nur auf den Charakter bezogen? Ja, ja, ja.